Austria News Spezial. Die Anschläge vom 11. September. Eine nationale Katastrophe trifft die gesamte Welt. 10 Jahre danach. Am berühmten New Yorker Times Square hinter mir brodelt das Stadtleben wie eh und je. 10 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September spürt man von der Tragödie hier nichts mehr. Aber die Stadt hat sich verändert und das nicht immer zum Guten. Denn nach dem 11. September begann die Jagd auf Muslime in New York. Bobby Khan, ein Sozialarbeiter aus Brooklyn, zeigt uns die Schauplätze der Razzien gegen die Pakistanis in diesem Viertel. Geschäfte wurden zerstört und die Moschee gestürmt. Mitten in der Nacht gingen das FBI, der Heimatschutz und die New Yorker Polizei hier in der Nachbarschaft von Tür zu Tür und verhafteten hunderte Menschen. Sie haben vor allem Männer festgenommen und haben sie von den Augen ihrer Kinder und Frauen aus den Schlafzimmern gezerrt. Vor den Anschlägen von 9/11 lebten hier noch rund 100.000 pakistanische Einwanderer. Diese Zahl hat sich um mehr als ein Drittel reduziert. Entweder wurden die Leute verhaftet oder sie sind aus Angst weggezogen. Willkürliche Verhaftungen gibt es immer noch. Hier wird von der Exekutive und von den Medien der Hass gegen uns geschürt. Sie greifen uns an, sie verfolgen uns. Und das passiert ständig seit 9/11. So this is like an ongoing basis since 9/11. Immer wieder gibt es gewalttätige Übergriffe auf die pakistanischen Muslime von Seiten der weißen Bevölkerung und auch von der Polizei. Gerichtlich verfolgt wird so etwas selten. Die Pakistanis leben in ständiger Angst. Ich stehe unter Stress. Man kann sich nicht frei bewegen und die Diskriminierung ist allgegenwärtig. Wir sind weder hier noch in Pakistan sicher. Dort werden wir von den Taliban verfolgt. Hier sind die Behörden hinter uns her. Wir bitten die Regierung unter Barack Obama um Schutz. Hier herrscht großes Chaos und wir wissen nicht, wo wir friedlich leben können. Bobby Khan versucht, die Betroffenen so gut als möglich mit seiner Organisation zu unterstützen und gibt ihnen Rechtsberatung. Eine gewisse Machtlosigkeit bleibt aber bestehen.